Die Funktion, ja, die Funktion, die jeder ausübt und die Tätigkeit, die jeder jeden Tag tut, sehr stark, passt sehr stark zu den drei Hauptgründungspersonen. Die Idee ist komplett austauschbar. Alle drei hätten alles andere in der Welt gründen können oder dürfen. Keiner von denen ist jetzt ein Fan von Gastronomie. Ja. Also, wie Sie am Anfang sagten, es geht um Entrepreneurship, den Es geht ums Spaß, sowas Unternehmer sein aufzubauen, und die Art des nicht jetzt Unternehmens. Pizza-Fan oder was zu Genau, sein. ich meine, also was heißt Pizza? Jeder isst gerne, ja, und jeder freut sich an schönen Restaurants. Aber und die sind super happy. Aber die wären genauso super happy, wenn wir jetzt Autos verkaufen würden. Es wird genauso gut klappen. Also die Leidenschaft liegt in der Richtung nicht in der Idee. Die liegt in der, ein Unternehmen aufzubauen, das zu führen, die Tätigkeit machen kann, Online-Marketing. Einen liebt Online-Marketing, ist auch richtig gut und kreativ darin. Aber mit seiner Kreativität könnte er auch alles andere verkaufen. Und der Ideengeber ist, wie gesagt, sehr stark Finanzen geprägt. Der kann es einfach sehr gut mit Kapitalgebern verhandeln und sich nicht übers Ohr ziehen lassen. Und das könnte aber auch für jede andere Gründung. Und also in der Richtung, wie gesagt, sind wir vielleicht ein kleiner Sonderfall. Wir sind leidenschaftsgetrieben fürs Unternehmersein, aber nicht leidenschaftsgetrieben für die Idee. Und kann man nicht sagen, in Deutschland, trotz aller Gründungseuphorie und der Gerede über Wettbewerb, es ist doch relativ wenig Wettbewerb oder es geht langsam, bis Nachahmer Oh, hier ist kommen. schlimm. Ne, also hier in dem Markt konkret Ist ist es, schlimm. Ja. ja? Also es gibt ein großes Flaggschiff in Deutschland, pizza.de, die sind schon seit 10, 12 Jahren am Markt. Die machen auch, sind nur etwa na, x-mal so groß wie hier, vielleicht noch so 6-mal so groß wie wir oder so. Also sind auch deutlich größer, haben auch richtig viel Geld, ja, haben so 50 Millionen Umsatz oder sowas. Aber die sind 10 Jahre alt. Und die Online-Marketing-Methoden, die pizza.de ansetzt, sind 10 Jahre alt. Und die sind sehr ineffizient. Also die geben einfach pro Kunde viel mehr Geld aus, das Lieferando. Und so war man am Anfang, hat man Angst gehabt, gegen die zu Wettbewerb zu treiben, deswegen auch ein bisschen scheu in den Privatkundenmarkt zu gehen. Aber man hat gemerkt, ey, die sind echt schlecht. Also schlecht, die sind jetzt nicht schlecht, waren die eine super Firma, aber die haben sich ein bisschen ausgeruht. Ja? Und denen kann man jeden Tag Marktanteile abgreifen. Und dann gibt es noch viele kleine. Und es gibt einen Konkurrenten, die haben uns dann kopiert. Ja? Das war so ein Investor, da hat man gepitcht, ob der irgendwie in das Modell investiert. Dem war die Bewertung zu hoch und er hat es dann einfach kopiert, was Investoren manchmal auch so machen. Und das Problem ist, der ist uns zwar deutlich, also er ist uns genau ein Jahr hinterher, also noch tut er uns nicht so weh, aber der hat dasselbe Online-Marketing-Know-how. Der kriegt die Kunden genauso günstig. Und das ist dann schon ernster zu nehmen. Ja. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass noch, ich glaube, es wird sich ändern, man mit relativ wenig Konkurrenz rechnen muss. Das ist ja eigentlich naheliegend. Also diese Teekampagne, eine Sorte Tee-Großpackung, ist ja eigentlich kinderleicht, könnte man sagen. In 25 Jahren haben wir keinen einzigen potenziellen Nachahmer gehabt, der uns wirklich gefährlich geworden wäre. Wir haben also äußerlich so Imitationen, aber keinen wirklichen Nachahmer. Also alle reden von Konkurrenz, aber außer in der Computerei und so passiert die nicht so sehr. Aber ich könnte mir vorstellen, bei Pizza-Auslieferung also auch ein Stück. Also ich kann nicht 100% zustimmen. Also wir spüren schon Konkurrenz. Wir haben etwa vielleicht 20, 25 Lieferdienste in Deutschland, die alle profitieren. Also so, Meta-Lieferdienste wie das. Ja, wir haben weltweit. Wir haben in England einen, der hat jetzt 150 Millionen Euro Wachstumskapital aufgenommen. Ja. Also da sind große Spieler am Markt. Und auch in den anderen Modellen, die wir haben, haben wir meistens Konkurrenz. Aber das ist eigentlich was Gutes. Bei der ersten Gründung, die wir gemacht hatten, da hatten wir ganz am Anfang keine Konkurrenz und das war das schlechteste Unternehmen, was wir je gemacht haben, weil es hat überhaupt nicht auch funktioniert. Niemandem auf. Ja, keine Notiz von. Oder? Ja, wir haben Geld verbrannt von. Ja. Das hat dann, ist dann doch aufgefallen, aber es war kein Markt da, es war keine Nachfrage. Also wir haben Angst, also Angst falsch, aber wir haben großen Respekt davor, ein Bedürfnis zu schaffen. Oder ich habe großen Respekt davor, wenn es jemand schafft, jemandem was zu verkaufen, was er noch gar nicht weiß, dass er braucht. Ja. Das finde ich ein viel größeres Risiko, als jemandem was zu verkaufen, was er auch von anderer Seite kriegen kann. Da muss ich nur besser sein. Ja. Und das ist meiner Meinung nach sicherer, leichter und wenn man sich auf verschiedene Stärken besinnt, eher das, wo wir uns reinbegeben. Das ist meine Erfahrung auch, dass man nicht zwei Sachen machen kann. Was völlig Neues ausprobieren und dann noch gleichzeitig dieses Ertragsmechanik hinkriegen. Also man kann eines, aber zwei Schritte gleichzeitig ist ein hohes Risiko. Was würden Sie uns so als Gründern empfehlen, die ja alle so oder viele so ein bisschen bedächtiger sind und wenn ich so richtig verstehe, auch eher gucken, ein bisschen was Neues zu machen. Also die Geschäftsmodelle, also das Geschäftsmodell kann neu sein, das Bedürfnis sollte meiner Meinung nach nicht neu sein. Also beispielsweise, wir haben
gar nicht auf die anderen Firmen eingehen, aber es gibt Grundbedürfnisse. Essen ist ein Grundbedürfnis. Es gibt Grundbedürfnisse für Firmen, das ist Umsatz. Es gibt Grundbedürfnisse wie Bequemlichkeit. Ja? Dass ich, wenn ich etwas bequemer machen kann als anders, dann werde ich das eher bequemer tun. Und wenn man auf diese Grundbedürfnisse abzielt, wird man, glaube ich, immer einen Markt finden. Es gibt ein großer Fall von Firmen, die nie funktioniert haben, das waren diese ganzen Nischen-sozialen Netzwerke. Das war auch unsere erste Gründung. Ja? Es gab 400 soziale Netzwerke in Deutschland neben Facebook und StudiVZ und davon waren, glaube ich, 50 für Mütter und 40 für Haustierliebhaber und 20 für Oldtimer-Fans, 160, 70 für Sport. Von denen hat kein einziges wirklich funktioniert, weil das war kein Grundbedürfnis. Mit Oldtimer-Fans mich auszutauschen, ist Hobby, ist kein Grundbedürfnis. Und davor würde ich warnen. Also wenn man eine Firma gründet, außer man ist jetzt einfach schon mehrfacher finanziell abgesichert und kann nur noch machen, was einem Spaß macht im Leben, aber wenn man das, die Unternehmung sollte funktionieren, damit es einem gut geht, und so ist das bei uns, ja, dann geht auch lieber auf Nummer sicher und gründen Sie da, wo Grundbedürfnisse sind. Und dann das Zweite, was wir für uns halt sehen, ich glaube, das größte Risiko, was man eingeht, ist gar nicht das Kapital, was man einsetzt, weil man kann relativ günstig gründen mittlerweile und man kann relativ günstig rausfinden, ob was funktioniert. Die Zeit ist es. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Living Dead. Wenn man schnell scheitert, ist gar nicht wild. Schnell Erfolg haben ist natürlich super. Aber richtig schlimm ist, wenn es so ein bisschen funktioniert. Wo man dann so, ich bleib nochmal dabei. Wenn ich das ändere, dann klappt es. Ja? Und das zieht sich dann 2-3 Jahre hin und das zehrt einen aus. Das ist wieder mit dem toten Pferd. Dass genau. Man nicht merkt, eigentlich sitzt man auf dem falschen Pferd. Ja, wenn es tot ist, ist ja gut, dann da steigt man ab. Aber wenn es kränkelt, wenn es so hinhumpelt, ja, dann ist blöd. Ja? Dann lieber erschießen. Das ist ein guter Punkt, ja. Woran erkennt man das? Das ist schwierig. Entschuldigung, ich habe ja auch da kein Patentrezept. Ja? Also wir haben es bei unserem ersten haben wir es einfach zu spät gemerkt. Ja? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war dieses sportsoziale Netzwerk, wo wir dann auch, was nicht geklappt hat, das haben wir so nach 3 Jahren gemerkt. Ja? Unsere Investoren haben noch länger dran geglaubt. Die haben noch ein Nachfolgerteam reingesetzt, hat es nochmal 1 Jahr probiert. Hat dann auch nicht geklappt. Woran merkt man das? Also wir versuchen bei den jetzigen Geschäftsmodellen, wir setzen uns ziemlich klare Ziele und wir wollen, nachdem wir online sind, wir machen ja nur Internetmodelle. Nachdem wir online sind, wollen wir spätestens nach 3 bis 6 Monaten so Umsätze haben, dass wir rausfinden, was kostet uns ein Kunde und was bringt uns ein Kunde. Und dann haben wir irgendeine Zahl da stehen. Sag ich mal, ein Kunde kostet 50 Euro und sein Erstumsatz sind 20 Euro. Dann können wir ihnen sagen, okay, was glauben wir denn, was haben wir für ein Potenzial? Also auf wie tief kriegen wir die 50 Euro dann? Kriegen wir die noch auf 20 Euro runter? Ja, wir haben das noch nicht gemacht. Das ist ja Umsatz, aber nicht genau. Das, was sie darin verdienen. Genau, das ist erstmal nur die Akquisekosten, was kostet ein Kunde. Und wie kriegen wir seinen Umsatz hoch? Ja. Ja? Vielleicht kriegen wir auf jeden Fall 20 Euro, ja, wir können noch, der kommt bestimmt noch ein zweites Mal, vielleicht kriegen wir da auch 40 Euro im Jahr. Ja? Und da muss natürlich eine Marge. Und wenn man so Zahlen hat, das ist für uns ganz wichtig, den wollen wir nach 3 bis 6 Monaten wissen, nachdem wir online sind. Wenn wir die Zahlen haben, dann schauen wir realistisch hin, kriegen wir die auf ein Verhältnis, dass man das dauerhaft skalieren kann. Und wenn das Verhältnis eklatant falsch liegt, ja, dass man, das Schlimmste ist, wenn man die Zahlen nicht mal bestimmen kann, dann hat man grundsätzlich einen Fehler im System. Weil dann hat man nicht die Informationen, die man braucht, um das Unternehmen zu führen. Und wenn die Zahlen so eklatant auseinanderliegen, dass man der Einzige in der gesamten Industrie wäre, der solche Zahlen wieder matchen kann zum profitablen Geschäftsfeld, dann sollte man es lassen. Und wir sind da deutlich, in der Richtung deutlich KPI, also Performance-orientierter, Key Performance Indicators orientierter geworden als ganz am Anfang. Und dann muss man auch härter sein. Also man muss, das Geld ist eh weg. Ja? Aber ich investiere jeden Tag mehr Zeit. Und jeden Tag, die ich daran investiere, könnte ich was Neues machen. Und viele haben dann, oder wir auch, ja? Wir hatten dann nach der ersten Gründung, wir wussten auch nicht, dass wir noch 6-mal gründen. Wir hatten dann halt, und da hat auch nicht alles funktioniert. Und wir sind auch längst noch nicht irgendwie durch. Ja? Aber wir sind guter Dinge. Und man hat aber Angst, dass das jetzt war. Dass man, ich krieg nie wieder Geld von jemand Dritten, ich habe ja schon mal Geld verloren, oder wo kriege ich eine neue Idee her, oder jetzt muss ich nochmal alles aufraffen und das alles irgendwie anfangen. Und doch, das klappt immer. Also wir haben so einen Wahlspruch dann gehabt, und der heißt, wir kriegen immer Geld und wir haben immer Ideen.